Ich werde Pummeluff. Ich kann übrigens jetzt, da mein Geowatz jetzt Level 33 ist und mein Bisasflor Level 35, könnte ich mein Wasser-Pokémon in mein Team nehmen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll. Ich mach's einfach. Aus irgendeinem Grund glaube ich nicht, oder? So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pokémon, meine Damen und Herren. Ich bin der Lunatixel und hier ist der Kavaeron mit mir in dieser Runde. Hallo Kavaeron. Ola, 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 hallöchen. Genau, der Kavaeron ist immer dabei. Natürlich. Und wir sind festgehangen in dieser Lavandier-Turm, ja. Den sollten wir heute auch fertig kriegen, denke ich mal. Das wäre sehr schön. Genau, das ist unser Ziel. Und manche fragen sich natürlich, wieso ich hier meine Magnetilo draußen habe, obwohl das sehr geheim ist vor Kavaeron. Und er geht in den Kampf rein. Währenddessen gehe ich ein bisschen fighten. Genau. Das liegt daran, dass der Kavaeron leider aus Versehen mit Tüdelchen, Gänsehautchen, so, ne? Aus Versehen. Ja. Beim Schneiden des Videos oder keine Ahnung, irgendwo gesehen hat, dass ich eine Magnetüle habe, ja? Ach, das habe ich nur irgendwo aufgeschnappt. Es waren Gerüchte. Es waren Gerüchte, die um die Welt gingen und dann, naja, gut, er hat es zugegeben, selbst schuld. Genau, das war ja auch mein Schuld, ja? Also ich hatte Husten, ne? Ich habe gesagt, hab du Magnetüle, ja? Und dann war's, dann wusste er schon Bescheid. Folge fällt gerade. So, da ich trotzdem noch weiß, dass meine Magnetüle keine Attacken von diesen Nebulak standhält, ja? Ich wollte fucking Nebulak sagen, aber... Nebulak habe ich doch gar nicht. Genau. Nein. Ich meine ja von den Gegner hier, von diesen... Ach so. Exosmus, ja? Kämpfst du auch gegen die? Nein, ich kämpfe gegen einen anderen. Ja, die hast du ja schon in der letzten Folge, glaube ich, zerstört. Ja, kann das sein? Das ist ja eine Möglichkeit. Alter. Ja. So, mein Kadabra, also mein... Ich sag immer Kadabra, aber eigentlich heißt er Simsala. Ich musste mir echt mal einen Namen geben, damit ich wirklich, nicht hier irgendwie... Ein bisschen, Ahnung, damit er ein bisschen special ist, oder was? Genau, damit er just specialized, ja? Ach so. Nice. Level up, würde ich sagen. Ich werde mal einen Kampf hier rufen und das ist eine Nebulak, ja? Ich hoffe, ich hätte mir auf jeden Fall Nebulak gefangen, wenn du den nicht gefangen hättest. Ja, deswegen habe ich das ja vorher noch gesagt, so. Genau. Deswegen musste ich das ja quasi verraten, weil du das ja irgendwie in der Höhle gesagt hast. Was habe ich dir gesagt? Da hast du dir so gesagt, ja, so ein Nebulak wäre schon auch ganz cool und ich hatte schon meine Teamausstellung soweit fertig, ne? Ah, so. Und dann sagst du das doch nicht mehr so, fuck, jetzt musst du es sagen. Ach so, ja, da muss er schon verraten, was er will. Ja, genau, also, muss sagen, ich habe keine Teamausstellung gemacht, deswegen, ich weiß, was ich dran nehme, ja? Ich weiß, welche Pokémon, ich sehe den ersten Blick, ich sag so, der muss in mein Team rein, ja? Er ist der Auserwählte. Ach so. Er ist der Auserwählte und ich habe gedacht, Magnetilo, ja? Voll Blitz und so, der ist wirklich auserwählt. Genau, also so ein Elektro-Pokémon ist ja mal nicht schlecht, nur außer ich hole mein Geowatz raus, weil dann ist Pustekuchen. Ja gut, spätestens dann, wenn ich meine Explosion einsetze, ist sie down. Aber dann Magnetilo und Explosion passt ja nicht so ganz, ne? Aber Geowatz schon. Andersrum, ja. Nee. So, ich weiß nicht, dass ich Magnetilo und Explosion kann. Ich probiere erst gar nicht, Mann. So, der ist auch zerstört, die... Ja, weil der haut mich safe weg, der haut mich safe weg. Meinst du? Ja, diese Nebulax hier, ne, die sind hier stärker als, keine Ahnung, Rayquaza in Megaform. Okay, noch. Ich müsste nur mein Geowatz hier ein bisschen, Drogen geben. Auch Putschmittel, meinst du? Er gibt mir auch mal eine Fucano, er gibt auch mal ein Fucano. Fucano. Und er brennt. Das ist doch gar kein Problem für den, oder? Okay. Der wird einfach nächste Runde sterben. Ich gebe ihm einfach mal einen Hypertrag an Fukano. Er überlebt das und er kriegt auch mal XP. Ganz knapp überlebt die Sache. Habe ich keinen Hypertrank? Ach, stimmt. Hypertrank, brauchst du das? Ja. Jetzt gerade mal schon. Werfe mal einen rüber. What the hell? Wie viel Leben hat denn dein Ding da, Bumster da? Genau 100. Aber Nebulak ist ziemlich heftig hier. Aber ich finde, diese Exorzisten sehen irgendwie sehr krass aus. Wie krass, im negativen oder positiven Sinne? Hä? Negativ oder positiv? Ich weiß nicht, ich habe schon Angst, muss ich sagen. Was haltest du eigentlich von der Idee, dass wir, wenn wir hier mit der Dings fertig sind, also Kanto? Neue Ideen. Wir,
Wir wollen ja zu Höhen hier reisen, ja? In so einer Bombe. Das kommt irgendwann mal zustande, ja. Genau, wenn das hier ungefähr läuft. So. Ja. Hatte halt die Idee, also ich habe ja halt ein bisschen mal da und YouTuber geguckt und so, die gerade so ein bisschen Pokémon spielen. Ah, er hat gehackt. Ja, einige davon zufällig sind hier dabei, irgendwelche Challenges auszuführen, ja? Ja. Ihr könnt ja auch so ein Challenge einführen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber so etwas wie, keine Ahnung, du darfst irgendwie ein Pokémon pro Route fangen und wenn der stirbt, dann ist er gestorben für immer und sowas. Ja, könnte man mal gucken, ne? Oh shit, jetzt habe ich auch eins gefunden. Verschwindet Eindringlinge, ja. Ich glaube, das ist die Ende hier. Ja, klar, da findet man ja das tote Knogger irgendwann mal, ohne zu spoilern natürlich. Ohne zu spoilern. Alter, schon wieder, Mann, was ist denn los? Oh, Alter, ich habe einen Dragosso gefunden. Dragosso? Oh. Ich habe einen Dragosso gefunden. Ich finde Dragosso, ne, ist einfach einer der Pokémon, die ich mir immer im Team nehmen würde. Nur das Problem ist einfach nicht so stark, oder? Also, wie weiß ich nicht so stark. Ja, nicht wirklich. Nicht also, wirklich. Muss mal erzählen, ich habe heute so ein Video gesehen, da hat irgendein Typ 2,5 Jahre dran gearbeitet, alle Höhen-Pokémon in Shiny-Form zu fangen. Alle 151 Stück. Ich könnte das in einen Tag schaffen, glaube ich. Ja, genau. Mit deinen Hex oder was? Ja. Na gut, ich habe hier keine Hex, aber die findet man ganz schnell und es ist easy. Ich habe keine Ahnung, wieso man das machen sollte. Wieso macht man das überhaupt? Also nicht. Shiny-Pokémon. Finde ich Mass zu farmen. Finde ich schon irgendwie lustig. Aber er hatte wirklich. Aber von jeder Entwicklung. Also, wenn der jetzt zum Beispiel ein Shiny, weiß ich nicht, Raichu haben wollte, musste der 3 Shiny Pichus haben. Einmal für Shiny Pichu und Pikachu, Raichu und so weiter. Schon wieder Flucht unmöglich, Mann. Diese Nibulak, ich hasse Mist, dich. Mist, ich wollte doch dahin, warte mal. Jetzt war ich gerade doof. Habe ich mal Superschutz eingesetzt. Okay. Dann kill ich den mal einfach. Wollte doch gucken, was da unten gesagt wird. Verschwindet, Eindringlinge. Okay, dann verschwinde ich mal direkt. Ist hier ein geheimes Item? Natürlich nicht. Was das war? Was war das immer? Gegengift oder sowas? Ne, hier ist nichts. Gar nichts? Also. Ne, gar nichts. Toll. Ein Superschuss bringt ja viel. Leute, ich bin nochmal zurück und wieder runtergegangen. Einmal ganz kurz wechseln. Sonst bringt mir mein Superschutz nix. Hier sieht einer aus wie Troy irgendwie aus Höhen. Wie Troy? Ja, ja. Hier hat jemand auch einen Trassler, das finde ich ganz lustig. Trassler finde ich auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Also später. Ja. Finde ich die beiden Mega-Entwicklungen, beziehungsweise halt den normalen Entwicklungen, finde ich beide geil. So. Glada Gladi. Ich bin dann Garlevoir. Mal Pokémon Center. Na, ich bin auch on the way. Könnte ein bisschen dauern, aber ich habe Superschutz. Genau, auf jeden Fall guckt bei mir den Let's Play. Da kann was wie langsam wie immer. Genau, weil wir gucken uns alles an hier. Der Luna, da hat jemanden vor mir auch. Lol. Das sind alles so Höhengänger hier. Genau. So, und hier ist auch schon der Nebel zu Ende. Ich reise dann mal weiter hier, ja? Damit wir auch schneller weiterkommen. Genau, er rennt einfach weg. Los, Magnetilo, ja? Muss ich gerade noch warten, bis er seinen Kampf beendet hat. Und jetzt bin ich auf einmal langsamer. Genau. Das Mädchen kill ich erstmal. Erstmal besiege ich natürlich. Ich hoffe natürlich. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Pummeluff. Du oder? Nicht. Ich glaube, ja, ich auf jeden Fall nicht. Ich. Na, ich meinte halt nicht das Mädchen so. Du kennst auf jeden Fall das Spiel Pokémon Mystery Dungeon, ne? Ja, bestes Game der Welt. Wär ich ja Pokémon, dann wäre ich bestimmt sehr pummelig, ja? Pummeluff? sehr pummelig. Ach, pummelig? Lol. Ich wäre sehr pummeluff. Ich kann übrigens jetzt, da mein Geowatz jetzt Level 33 ist und mein Bisasaur Level 35, könnte ich mein Wasser-Pokémon in mein Team nehmen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll. Ich mach's einfach. Aus irgendeinem Grund glaube ich nicht, oder? Dann mein Mauzi kann ich auch wegpacken und ich habe tatsächlich 5 verdammte Pokémon in meinem Team. Mal lieber, an was? Pipi wird gewechselt zu einem anderen Pipi. So, wo bist du überhaupt? Ach, da bist du. Ich bin weiter. Ich schau mal gerade. Oh, Ultraschall macht hier genauso viel Damage wie der andere. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt mit meinem. Huch! Ach, da. Dass ich mit meinem Alpollo ein bisschen rasieren kann. Ich finde diesen Trainerin hier viel geiler. Da kann ich. Ich kann hier geil, findest du die? Rausholen. Findest du die geil? Nicht in die falsche. Pferde. Ja doch, die streckt so den Ass raus, da kann ich das schon verstehen. Okay, alles klar. Pipi ist paralysiert. So, Pipi ist natürlich sehr gut. Pipi ist ja Normal-Pokémon. Da ist mein Alpollo auf jeden Fall im Vorteil. Weiß nicht. Okay, überhaupt nicht, weil Geist, stimmt, Geist hat da auch keine Wirkung, aber Normal hat auch keine Wirkung auf Geist. wollte ich gerade sagen. Deswegen pass mal auf. Gesagt, okay. Ey, komm, der überlebt es auch noch, ey. Ich sag mal so, die können sich beide nichts gegenseitig antun. Aua. Was für eine Mongo.
So, kill die, kill okay, die. Er wäre natürlich jetzt sehr effektiv, aber Levelunterschied ist natürlich, na, kritisch. 319 EP, nice. Endlich kann man mein Magnetil auch mal was selber leisten. Jetzt pass mal auf, Leute. So greift man an. Oh, er ruft das Pokémon zurück. Natürlich ruft er Pipi für Pipi, sie Pipi für Pipi zurück. Das ist äußerst schlau. Komm, das ist ein One-Hit, oder? Ein Half-Hit. Also ich denke mal noch nicht, dass es ein One-Hit wird. Nee, war ein Half-Hit. Hä? Warum tauscht der ganze Zeit das Pipi hin und her? Der schickt Taktik mir. Und so. Taktik und so. Ja, ich glaube, ihre Taktik ist, dass ich gewinne. Ja, wenn du gewinnst. Mist. Also wenn sie ihren Ziel erreicht, dann. Oh, ein Volltreffer. Macholo cool. Ist vernarrt. Kam leider zu spät. Was? Ja, ich habe ihm so einen Volltreffer gegeben, aber das kam einfach zu spät. Der Mist. Kampf war dann vorbei. Er ist einfach zu schwach. Ja, mein Magnetilo ja auch. Also, er braucht schon 300 Hits hier, bis er irgendwas reißt. Pass auf, ich wechsle mal wieder ein, weil das geht echt nicht klar, was hier passiert. So eine alte Pädophile, die Mann hier. Was? Spieler Rick. So ein alter Pädophile. So ein Opa, Alter. So, komm. Nee, das ist ein Fukano und sein Fukano wird auf jeden Fall irgendwas Geiles einsetzen. Ich setz mal Walzer ein. Sollte wohl ausreichen. Ja, so, das sollte ausreichen. Ich jetzt, Wechsel ich mal Schülerkampf, haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Ach, das ist auch mal schön. Mein Bisaflor ist schon ein bisschen länger in Ruhestand gegangen. Ja, da kam auf jeden Fall Flammenrad, das hätte mein Magnetilo safe gekillt. Gegrillt. Gekillt meinte ich, nicht gegrillt. Aber na, gegrillt würde ich auf jeden Fall auch. Passt auch gut. Ja. Obwohl, so ein Magnet grillt man letztendlich nicht. Eigentlich nicht. Schmilzt man lieber ein. So. Shadow hat Level Up, Level 33. Meine Magnetilo hat Level Up, Level 21. Er ist ein herumgekommener Glücksspieler. Kein Pädophiler. Glücksspieler. Ja. Plus, minus das gleiche. Ja. Hauptsache, der da hinten hat einen Onyx. Ja, ich sehe das voll cool. Guck dir das mal an. Jo, wie das einfach im Baum drin steht. Hex. Ja. Oh, ich kann mein neues Pokémon da mal einsetzen. Ha, mein Wasser-Pokémon. Uiuiui. Ich bin ja sehr gespannt, wie das aussieht. Dein neues Pokémon kannst du einsetzen. Finde ich toll. Finde ich auch sehr toll. Ich sollte mir ein bisschen mehr Tränke kaufen. Irgendwie. Und da ist es schon. Habe ich so ein normales Tränke? Dieser Sound. Ja, glaub, oh, Ding. So schön. So, mal gucken, was er überhaupt so kann. Oh. Person-Virus klappt für sie Gift eher. Der kann aber schöne Attacken. So. Ich denke mal, diese Forscher ist hier stark. Weil die Forscher sind allgemein etwas stärker, finde ich so. Die Forschers? Ja, die Forscher. So. Ist das ein Mann oder ein Streber Gerrit? Gerrit. Sag mir nicht der Name. Vulpix ist auch easy natürlich. Flymer. Gift ist, glaube ich, ineffektiv gegen, ne? Gegen Stahl. Was? Gift gegen Stahl ist, glaube ich, normal. Das ist jetzt, so. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt, sagt er. Lebensstelle ist sehr effektiv. Boden auf Stahl, ja. Der Boden auf Gestein ist effektiv. Auf jeden Fall. Oh, anscheinend nicht. Boden? Nee, ach, warte mal, ich bin hier Elektro-Pokémon nebenbei. Was man so nennen. Boden auf Elektro ist auch effektiv. Boden auf Feuer ist auch effektiv. Boden auf Mann. Ich würde nicht meine zwei Pokémon trainieren und die anderen haben nichts, aber es ist irgendwie so. Slimer. Weil die Typen hier haben einfach Attacken, man. Keine Ahnung, Feuer-Pokémon hat hier einfach eine Wasserattacke und so. So Sachen. Da fällt einem nichts mehr ein, ne? Genau. So, ein Schlammbad gibt der mir, ist auch nicht so toll. Dann gibt es das auf jeden Fall zu stark für die Arena hier. Ach man, warum setze ich denn nicht Intensität ein? Boden auf Gift ist ja bekanntlich ziemlich nice. Genau, noch ein Slimog. Ja, das hat er bei mir gerade einfach eingewechselt. Frag mich nicht warum. Bei mir auch, aber der wurde bei mir weggefegt. Bams, bei mir auch. Aber Slimog finde ich auch irgendwie cool, muss ich sagen. Findest du das? Ja. Er haut wieder seinen Slimer raus. Easy One-Hit mit Bodenattacke. Schlammbad kommt. Flup. Oh, Simsela wurde vergiftet. War ja klar, dass der vergiftet sein würde. Mies. Da war ein Pizzi-Strahl. Das ist übrigens ein Streber. Der Gerrit, der ist kein Forscher, ist ein Streber. Noch schlimmer. Los, lass ihn uns zusammenprügeln und seinen Kopf in die Toilette tunken. Ei, ei, ei. Guck mal, da ist hinten ein Baum. Wir können darauf aufhängen oder sowas. Kranke Ideen. Okay. Kranke Ideen. Gerrit hat verloren. Das muss er wohl akzeptieren. Ich hätte übrigens gerade in den Shop gehen müssen. Sollen wir gegen die Zwillinge gleichzeitig kämpfen? Ja, kann man machen. Okay, komm. Schnell. Komm, geh zu den anderen. Warte.
Dann lese ich vor, was die eine sagt und du, was die andere sagt. Okay. Da. So, Nora sagt, die Kraft von Zwillingen ist fantastisch. Wusstest du das? Jo, wir überrumpeln dich mit unserer Zwillingskraft. Ach, eh nicht. Eh nicht, so. Ist ja bekannt, dass wir auch Brüder sind. Genau, wir spielen hier 4 gegen 4. Richtig. Pummeluff und irgendwie, Pipi. Irgendwie finde ich, oh lol, Pipi und Pummeluff, cool. So, das ist ja dann, was ich gerade kurz dachte, dass wir jetzt wirklich in einem Doppelkampf sind und du mein geheimes Pokémon siehst. Wie dumm. Ja. Wie dumm. Okay, dann, mein geheimes Pokémon wird aber vielleicht hier sterben, wenn das so weitergeht. Ich muss dem eben Trank geben. Das war jetzt irgendwie lustig. Ja, finde ich auch lustig, dass es so lustig ist. Ich finde auf jeden Fall solche Doppelkämpfe viel geiler. Jo, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Intensität greift das auch mein Match. Weil ich immer auf einen gehen kann, so. Steinwurf, ich würde es ganz halt sagen, ne. Hä, was steht denn, was heißt denn Preis 100? Hä, lol, bei den KP steht nicht KP, da steht Preis. Wo? Ich kann jetzt mal aussuchen, wenn ich angreife, da steht Preis Doppelpunkt 100. Oha. Was soll das bedeuten? Kriegst du 100 Pokédollar geschenkt, oder? Ja, nee, ich glaube, der Angriff kostet so viel. Okay. Weißt du, was der Typ gemacht hat? Der Typ hat einfach mal, Der Typ? Volltreffer. Ja, Volltreffer mit Dings gegeben, mit Dublexip gegeben. Lol. Volltreffer. Er hat meinen Corner fast gekillt. So, ich habe Easy Win. Und ich setze Pfund ein, aber. So. Lol. Also bei mir sehe ich keine Dollarzeichen wie bei dir. Das war krass. Was ist? Nee, Dollarzeichen nicht, da stand nur Preisdoppelpunkt. Achso, nur das. Natürlich haben wir noch ein paar kleine Bugs hier. Das sind natürlich die Updates, oh, die cool. Fixen nicht alles. Genau, heute gab auch ein Update, aber ich habe gar nicht geguckt, was da überhaupt alles neu ist. Ja, aber wir nutzen unsere Zwillingskraft. Was? Ich denke mal wahrscheinlich irgendwas mit Neues für wegen Dings hier, wegen diese Pokémon-Turniere und sowas, ne? Ja, und Bugfixes wie immer. Ja. Ich werde mir jetzt erstmal was irgendwie kaufen. Irgendwie gehen mir gerade die Supertränke aus wie am Stissel. Ja. Ich habe gerade genau gar keine mehr. Deswegen, ist das so? Ja, deswegen bin ich jetzt. Ah, oh, nein, ich wollte nicht nochmal. Nein, 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 nein. Nein. Ich gehe in den Markt. Hier ist noch ein Schreber, ich glaube das nicht. Hier ist so ein Auto, ist das so ein Smogon? Huch. Warte, jetzt nochmal überlegen. Gift war ja nicht effektiv. Gift, aber Tift. Vorhin hat er Lebensschuss eingesetzt. Na, dann könnte ich ja. Flupp. Mit Ultraschall raufgehen. Los geht's. Mit dem Überschall. Glaub, Schlammbad kommt. Es hat keine Wirkung auf Magnetino. Haha. So, was machen wir denn mal jetzt hier? Cool. Noch ein Schlammbad von Smog und er hat einfach keine anderen Attacken. Er hat einfach keine anderen Attacken. So, ich habe mir jetzt mal 20 Tränke, 20 Supertränke geleistet. Das ist schon mal was wert. Schutz kann ich mir auch nochmal 5 kaufen hier. Ja, und schade. Kein Level Up gesprungen für meinen Magnetido. Superschutz auch nochmal 2. Sorry. So, haben wir irgendwelche TMs hier? Warte mal, ich muss mal gucken. Spukball kann ich mir kaufen. 25.000 habe ich nicht. Ich hab mir das gerade auch angeguckt letztens und ich fand das irgendwie sehr krass. Das ist viel zu teuer, ne? Wenn du es verkaufen willst, verkaufst du es für $100. Ist so. Ah, shit, ich habe mich verklickt. Oder? Nee, doch nicht. Das ist echt übertrieben. Die Preise gehen gar nicht. Ja, das geht wirklich gar nicht. Muss ich auch sagen. Das ist Wucher. Doppelkick kommt auf Magnetilo. Eigentlich soll das nicht so viel Damage machen, aber es ist irgendwie sehr effektiv aus irgendeinem Grund. Ich verstehe das nicht gerade. Das muss man nicht verstehen. Ich guck mal ganz kurz. Das Kampf, also Kampf auf Stahl ist effektiv. Nee, Kampf auf Mann. Stahl, doch, ja. Und Kampf auf Stein. Wieso haben sie denn immer effektive Attacken gegen mich? Mein Magnetilo ist ja voll schwach, kommen mir so vor. So, kann. Die haben einfach nur Boden- und Kampfattacken. Irgendwie sowas. Natürlich nicht. Dann krieg ich Damage bei dir. Auch nicht. Aber ich glaube, als Magneton sollte da viel, viel stärker sein. Oh, Geheimpower kann er erlernen, aber die Attacke vielleicht nicht. Oh, Nidoron wird zurückgerufen und Nidorina wird eingesetzt. Ja. Ich kann meinem Alpollo schon mal Raub beibringen, auf jeden Fall. Und mein Vulcano macht Damage in Höhe von 2% oder 3%. Oh, wow. Und Geheimpower. Wow. Everything is awesome, man. Everything is awesome. So, ich habe meinem Apollo ja 2 neue Attacken beigebracht. So, immer mal Flammenrad, mehr Damage irgendwie, das ist ein bisschen. Ich würde sagen, in der Folge schaffen wir die 4 noch, ne? Sind jetzt bei 19 Minuten. Ja, ich habe auch einen Timer, ja. Was, du hast einen Timer? Was? Ja, hab ich doch gesagt. Kavalerum wird professionell. Ja, aber selbstverständlich.
Lol. Am besten bräuchte ich jetzt noch so eine Smartwatch und da einen Timer drauf. Was wird das denn jetzt? Oh. Okay, aber mal gucken. Jetzt kann ich eigentlich mein Dings rein. Nein, stirb nicht. Nein, ich habe MP verloren, weil er gestorben ist. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Oh Mann, das ist echt low. Das kann doch nicht sein. Alter, der hat 5 Pokémon. Die Doppelkick-Scheiße, ich hätte ihn hier eingesetzt. Nein. Nein, mein Glitch ist down. Erreicht Level 19. Oh, schöne Attacke will der Kampf, der Kampf ging ja mal nach hinten los. Der machen Kampf wir mal das weg. Nach hinten los. Flop. Auf jeden Fall direkt nach hinten. Loretta ist besiegt. Ja, warum? Warum nur, sagt sie mir. Ja. Geowatz versucht Felswurf zu erlernen. Er kann bisher nur Steinwurf. Felswurf ist noch viel schwächer. Achso, aber der wirft 2 bis 5 Mal. Okay, dann ist es natürlich stärker als Steinwurf. Naja, in manchen Fällen halt, ne? Wenn das halt öfters mal trifft. Ja, aber der trifft ja mindestens 2 Mal und Stärke 25 und Steinwurf hat nur 50. Das heißt, der macht ja mindestens 50, weißt du? Ja. Dann verlerne ich Finale. Dann was? Was? Wie kann... Oh, dann hast du gar keine Chance mehr gegen mich. Na, Finale ist eigentlich... Ich weiß nicht. Ich verlerne Walzer. Ja, Walzer ist echt eine krasse Attacke, muss ich sagen. Ja, das geht so. Paar Runden da schlagen kannst, dann macht er richtig kannst da, durchsweepen. Da ne? Setze ich lieber Erdbeben ein. So. Ja, so viele Runden überlebt der eh nie. Dann kommst du auf einmal mit so einem Wasser, mit deinem Totok da und dann ist eh vorbei. Wegen doppelt effektiv und so. Genau. Und so. Genau. Ich muss mal der ganz will, kurz. Man, also wer will, der will, ja. Wer bremst, ja, der verliert. Genau, ich hol jetzt mal ein Alpollo raus und dann geht das rund. Kyure Layla. Tauzi kommt. Ich glaube, das mit den allen Trainern heute schaffen wir überhaupt nicht mehr. Welchen allen Trainern? So, cool, ich finde das geil. Taubsi so. Wird zurückgerufen und einen Nidoran wird reingerufen. Nein, wieder. Nein. Nee, Mann. Komm, töte ihn. Töte ihn. Oh, ich mache hier verdammt viel Damage. Nein, der ist cool. Tot. Ist tot. Und ich bin sogar schneller. Was? Doppelkicks jetzt ein wieder. Und ich bin tot. Ich hab das verkackt. Ist sehr effektiv. Okay. Den kill ich auf jeden Fall. Cool. Ich hab's einfach verkackt. Hast du das verkackt? Bist du down? Komplett? Nein, oder? Nein, aber mein Alpollo ist down. Hey, passiert mal. Ja. Und Mauzi wird auch mal reingerufen. Ey, es ist gerade irgendwie voll die krasse Pokémon-Auswahl, muss ich sagen. Katsuki kommt. Mauzi. Komm, es sollte. Digga, ich verstehe das nicht. 5-mal getroffen, die Typen sind alle am Cheaten. Flup! Daneben. Ja, ich cheate auch ein bisschen, ja. Ja, aber die Gegner hier, Only Volltreffer und Only Dauertreffer. Und Dauertreffer. Ein geht rein. Ja. Oh, ein Pikachu. Eieiei. Was ist denn da los? Oh, da kommt ein Pikachu. Hyperzahn. Ein Pikachu. Hyperzahn. So, komm, jetzt ist das schön los. Bam, 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 bam. Volltreffer. Ich bin so ein Lacker. Und er lebt noch. Ratz ist paralysiert. Ratz wird sterben. Wenn ich wechselt. Oh. Ich cool. Ah, nice. Diese Trainer finde ich cool. Also. So. Das sind alles Pokémons, die mir nicht so viel Schaden paralysiert. Machen können. Noch ein Pikachu kommt jetzt. Gut. Catch kann mir absolut nicht gar nichts machen. Sag Bescheid, wenn du den Kampf beendet hast, ne? Ja. Ich bin jetzt Catch fertig, weil ich glaube, danach müssen wir ein Päuschen einlegen. Oh, alles klar. Pikachu. Ich gehe eben zum Pokémon Sander. Alles klar, ich zerstöre den hier. Ja. Hast du die alle sonst zerstört da oben? Ja. Lol, ich hab da fehlt noch einer, glaube ich, bei mir. Ich hab zerstört. Aber unten der hat am meisten Pokémon, ne? Ja, genau. Nee, ich hab dann danach noch eine, ich glaube dazwischen noch habe ich einen. Okay. Noch nicht. Oh, da hat jemand einen Starmie. Hast du mir nicht gestern irgendwas mit einem Sterndu erzählt? Hab ich irgendwas mit einem Sterndu erzählt? Ja, was total sinnlos ist. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich hab da irgendwas geschrieben, irgendwas mit. Nee, geschrieben nicht. Ich wurde nur angeschrieben, aber. Gestern im TS oder so. Ja, ich weiß nicht, was da los war. Ey, ich weiß das auch nicht. So, ich stehe vor dir. Ich kämpfe mit dir. Steh mal da, ich töte diese Taubsi kurz. Ein Volltreffer auch mal von mir. Finde ich toll. Ja. Beobachten. Das wurde besiegt. Ich kann dich nicht beobachten. Ja. So. Nein, Zuschauer nicht erlaubt. Handeln. Schau, was du getan hast. 304 Dollar. Ach, die Jugend von heute beschäftigt. Die Jugend von heute haben einfach eindeutig zu viel Taschengeld. Nein. Genau. Okay. Gut, Leute, so. Ich würde sagen, das war es mit der Folge für heute. Alter, 24 Minuten, wir sind die Überlänge Kings.
Einfach genau, nur. Genau, wir machen immer die Überlänge, also durchziehen. Und wir ziehen uns jetzt auch erstmal ein durch. Ich würde sagen, wir sind dann beim nächsten Mal. Und ansonsten sage genau, ich nur Tschüss. Wenn ihr eine Folge haben wollt, ja, mit 10.000 Stunden, ja, dann schreibt und dann kommentiert das einfach, ja. Dann gibt dementsprechend 10.000 Likes und dann kommt das auch. Genau, machen wir 10.000 Stunden lang, ja, durch. Genau. Und irgendwann kommen die wirklich so. Und dann sind wir am Arsch. Okay, genau. Gut, ich würde sagen, das war's. Haut da rein und ciao. Jo, tschüss.